Ihr wollt mit Yoga in Form kommen? Dann ist mein Yoga-Topfigur-Programm für Anfänger genau das Richtige für euch. Wir beginnen im Sitzen mit einem kleinen Warm-up. Stell dazu deine Beine auf, atme ein und streck dich ganz lang nach oben. Mit dem Ausatmen drehst du dich langsam auf. Einatmen zur Mitte, ausatmen und auf. Ein und aus. Einatmen und ausatmen. Ein und aus. Ein und aus. Dann platziere deine Hände unterhalb von den Knien und dann beginnst du langsam das Becken einzurollen und wieder aufzurichten und heb den Brustkorb weit nach vorn und nach oben an. Ausatmen. Und einatmen und zieh die Schulterblätter eng hinten zusammen. Ausatmen und einatmen. Und aus und ein. Okay, dann legen wir los. Roll dich halb auf deinen Rücken ab. Und bring die Beine in die Stufenposition. Wir beginnen mit der Bootshaltung. Streck dazu das rechte Bein aus und halte die Position. Wenn du das zu sehr im Nacken spürst, dann kannst du gerne die Hände an deinem Hinterkopf platzieren. Und dann halte die Position. Halten, halten. Alternativ kannst du auch deine Oberschenkel greifen. Halte die Position. Noch zwei Atemzüge. Achtung, dann schwingen wir nach oben. Das rechte Bein ist ausgestreckt und das linke Bein ist angewinkelt. Umarme nun das linke Bein, streck den linken Arm nach oben aus, atme hier tief ein und dreh dich Wirbel für Wirbel nach links auf. Schieb deine rechte Ferse weg. Nochmal tief einatmen und ausatmen, aufdrehen und bleibe hier. Zieh die Schulterblätter näher zueinander. Und halte die Position. Schieb deine rechte Ferse noch ein bisschen weiter weg und halten. Und dann komm langsam wieder zurück. Stell wieder deine Beine auf. Roll dich auf den Rücken ab. Bring die Beine zurück in die Stufenposition. Wir wechseln die Seite. Streck nun das linke Bein nach vorne aus. Entweder die Arme nach vorne oder die Hände am Hinterkopf. Oder auch hier die Oberschenkel bzw. Kniekehle greifen. Dann halte die Position und konzentriere dich auf deine Atmung. Atme ganz ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Und halten, halten. Noch zwei Atemzüge halten. Und nach oben schwingen, richte dich auf, zieh den rechten Oberschenkel ran, schieb deine linke Ferse weit weg von dir, umarme nun das rechte Bein, atme tief ein, streck den rechten Arm lang nach oben aus und dreh dich Wirbel für Wirbel nach rechts auf. Halte die Position. Atme hier tief ein, verlängere deine Wirbelsäule, stell dir vor, dein Scheitelpunkt zieht lang nach oben zur Decke und mit dem nächsten Ausatmen drehst du dich langsam, Wirbel für Wirbel, mehr und mehr nach rechts auf. Achte darauf, dass dein Rücken ganz gerade bleibt. Auch wenn du in dieser Haltung bist und hier gerade verharrst, versuche dennoch immer wieder bewusst deine Wirbelsäule in die Länge zu ziehen. Noch zwei Atemzüge und dann dreh dich wieder Wirbel für Wirbel auf. Stütz dich mit beiden Händen auf, stell deine Beine auf, atme ein und heb nun langsam dein Becken nach oben an. Halte hier, atme hier auch wieder ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Dein Blick geht leicht nach oben zur Decke
Und wenn du das zu sehr im Nacken spürst, dann kannst du gerne auch dein Kinn auf dein Brustbein legen. Halte noch zwei Atemzüge. Und dann löse langsam wieder auf. Streck deine Beine aus und roll dich nach hinten ab. Diesmal beide Beine nach oben ausstrecken und halte die Position hier. Atme tief ein und aus. Konzentriere dich auf deine Atmung. Atme ganz ruhig. Zwei Atemzüge. Achtung. Dann drehst du dich auf nach rechts. Und zur Mitte nach links. Und zur Mitte. Stützt dich hier wieder auf. Bring nun den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel und heb mit dem nächsten Einatmen das Becken vom Boden ab und schieb dein linkes Knie nach vorne und halte die Position. Versuche möglichst beide Beckenknochen auf eine Höhe zu behalten und dann langsam wieder lösen. Streck beide Beine aus, atme tief ein. Mit dem nächsten Ausatmen drehst du dich langsam Wirbel für Wirbel nach rechts auf und senkst die Arme auf Schulterhöhe ab. Achte darauf, dass der Rücken ganz gerade bleibt. Einatmen, zieh die Fingerspitzen weit nach oben zur Decke und ausatmen, Wirbel für Wirbel nach links aufdrehen. Sehr gut. Dann komm wieder zur Mitte, tief einatmen, ausatmen, senk die Arme wieder ab, stell deine Beine auf. Heb mit dem nächsten Einatmen das Becken nach oben an. Platziere den linken Fuß auf deinen Oberschenkel. Achte darauf, dass dein Knie genau über deine Ferse steht. Und bleib hier. Versuch, das linke Knie etwas weiter in Richtung Boden zu schieben. Und behalte auch hier beide Beckenknochen auf eine Höhe. Dann langsam wieder lösen. Sehr gut. Streck die Arme nach oben aus, atme tief ein. Mit dem nächsten Ausatmen rollen wir uns wieder nach hinten ab und kommen in die Bootshaltung. Diesmal gedreht. Das heißt, du bringst nun den rechten Arm außen an dein linkes Bein und bringst die linke Hand an deinen Hinterkopf. Und dann halte die Position. Dreh dich ein bisschen mehr. Nach links auf. Schließ deine Beine ganz eng und atme. Immer atmen. Nicht vergessen zu atmen. Dann beug deine Beine, schwing dich wieder nach oben. Zieh nun die Oberschenkel etwas enger an. Verlage dein Gewicht nach hinten. Heb deinen Brustkorb weit nach oben an, flex deine Füße und heb nun die Unterschenkel höher nach oben an. Greif deine Kniekehlen und wachse mit jedem Einatmen nach oben und zieh die Schulterblätter näher zueinander. Halte die Position. Immer noch halten. Halten. Und dann Achtung! Roll dich nach hinten ab. Streck beide Beine nach oben aus. Schließ sie ganz eng. Wir wechseln die Seite. Bring die linke Hand außen an dein rechtes Bein und die rechte Hand an deinem Hinterkopf. Heb nun den Oberkörper höher nach rechts oben. Und atme. Und dann langsam lösen. Okay, dann dreh dich auf die Seite, stütz dich auf den linken Unterarm ab, heb den Brustkorb nach oben an
Und mit dem nächsten Einatmen hebst du nun das Becken nach oben an. Dann ziehst du den rechten Oberschenkel zu dir und flexst den rechten Fuß. Heb dich noch höher nach oben und dann streck den rechten Arm nach oben zur Decke aus. Blick entweder zur Decke, nach vorne oder nach links unten. Halte die Position. Versuch das Knie so ein bisschen mehr einzudrehen, dass du es mehr auf Höhe vom Hüftgelenk bringst. Dann ziehst du den Oberschenkel noch ein bisschen näher an und legst dich langsam ab. Komm nach oben zum Sitzen und greif auch hier wieder deine Kniekehlen. Heb deinen Brustkorb nach oben an, lehn dich mit einem geraden Rücken zurück, heb deine Fersen vom Boden ab und streck nun den linken Arm lang nach oben zur Decke aus. Jetzt ziehst du dich noch weiter nach oben zur Decke und hebst auch hier wieder dein Brustbein nach oben zur Decke an. Atme weiterhin ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Dann wechseln wir. Mit dem nächsten Einatmen streckst du nun den rechten Arm lang nach oben aus. Sehr gut. Und jetzt heb deinen Brustkorb noch mehr nach oben an. Und wenn du kannst, lehn dich noch ein bisschen weiter zurück. Und halten. Jetzt senk den rechten Arm ab. Zieh die Fingerspitzen nach vorne zu den Füßen. Und nimm die zweite Hand mit dazu. Einatmen, wachsen. Zieh dich hoch, zieh dich hoch. Jetzt senk den rechten Fuß ab, stemm deine rechte Ferse fest in den Boden, greif das linke Bein und streck das linke Bein nach oben aus. Zieh die Schulterblätter näher zueinander. Und halte die Position. Halten. Sehr gut. Noch zwei Atemzüge. Schieb noch einmal ganz bewusst die linke Ferse weg von dir. Und dann absenken. Seite wechseln. Streck nun das rechte Bein nach oben aus. Und schieb deine Ferse weg von dir. Noch zwei Atemzüge. Achtung, und jetzt schwing deine Beine rüber. Und wir machen die zweite Seite von der Seitstützposition. Schultergelenk, Ellbogengelenk in eine Linie. Heb deinen Brustkorb nach oben an. Flex deine Füße und bring das Becken nach oben. Heb deinen Brustkorb noch ein bisschen höher. Und dann greifst du deine Kniekehle und ziehst den Oberschenkel etwas zu dir. Mit dem nächsten Einatmen streck nun den linken Arm lang nach oben zur Decke aus. Und halte hier. Such dir deine Kopfposition aus, die für dich am besten ist. Und dann ziehst du den Oberschenkel noch ein bisschen näher an und löse langsam auf. Dann wechsle weiter in den Vierfüßler. Die Hände sind schulterbreit geöffnet. Rücken ist gerade, Kopf in Verlängerung. Stell deine Zehen auf und heb deine Knie vom Boden ab. Halte die Position. Und konzentriere dich ganz bewusst auf deine Atmung. Zieh deinen Scheitelpunkt weit weg von dir und zieh die Schultern fest von den Ohren weg. Noch zwei Atemzüge. Und dann langsam lösen. Dann komm auf deine Unterarme. Und
Streck deine Beine weiter nach hinten aus. Schieb dein Becken nach vorne und nach unten. Und dann winkel das rechte Bein an und halte die Position. Schieb deine Ferse zur Decke und achte darauf, dass du hier nicht durchhängst, sondern wirklich die Kraft hier hältst. Also ganz stabil bleibst. Und dann langsam lösen und Seite wechseln. Ferse zur Decke, halten. Und dann langsam lösen. Bring deine Hände in deine Richtung. Setz dich zurück in Richtung Fersen. Kopf in Verlängerung halten. Mit dem nächsten Ausatmen hebst du nun deine Knie vom Boden ab. Deine Sitzknochen zeigen nach oben zur Decke. Bleib hier. Schieb dich noch weiter nach hinten. Ziehe die Sitzknochen noch weiter nach oben zur Decke. Heb nun den rechten Fuß vom Boden ab und öffne das Knie ein wenig. Und dann schiebst du deine Bauchdecke noch weiter zurück in Richtung linken Oberschenkel. Löse langsam auf, wechsel die Seite. Heb den linken Fuß vom Boden ab und öffne dich. Wieder lösen. Schwing dein rechtes Bein nach vorne. Bleib hier. Stütz dich auf den Oberschenkel ab. Und löse langsam den rechten Arm. Dreh dich mit dem Brustkorb auf. Und streck den rechten Arm nun lang nach unten in Richtung Boden aus. Achte auf dein Knie. Dreh den Brustkorb nach links zur Decke auf. Und halte. Versuch dich hier ein wenig anzuheben. Und dann langsam lösen. Achtung, wir wandern rüber. Beug dein Bein. Bleib hier tief. Press deine hintere Fußaußenkante fest in die Matte. Das hintere Bein ist fest gestreckt. Knie über deine Ferse. Dreh dich auf. Bleib hier, platziere deine Handfläche am unteren Rücken und dann, Achtung, streck den Arm nach unten aus, dreh dich auf, schieb das Knie weiter nach hinten und halten. Tief durch die Nase ein- und ausatmen, sehr gut. Wir halten noch 4 Atemzüge, ja? Achte auf dein Knie, dreh dich noch ein bisschen mehr hier im Brustkorb auf. Und dann langsam lösen und dann bring deine Knie nacheinander nach unten, setz dich zurück auf deine Fersen, einmal die Schultern kreisen und nach vorne. Und somit ist mein Yoga-Topfigur-Programm für Anfänger zu Ende. Ich hoffe, du hattest Spaß und freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.